Ja, Freunde, Mahlzeit. Ein kurzes Update und nochmal eine Ergänzung und Anmerkung zu dem ersten Teil der Zuverlässigkeitsüberprüfung und Überprüfung der persönlichen Eignung durch unsere Behörden. Auch schon mal als Info für den zweiten Teil, der am Wochenende kommen wird. Es handelt sich hier nicht um eine Rechtsberatung. Das ist ganz wichtig. Ich möchte mich da nochmal bei Erik aus unserer Community bedanken, der das auch in den Kommentaren nochmal deutlich gemacht hat. Ich kann hier und will hier natürlich keine Rechtsberatung aussprechen. Es geht mir bei den Videos eigentlich hauptsächlich darum, dass ihr den Ablauf kennt, welche Behörden wie abgefragt werden und was diese Abfrage beinhaltet, welche Bereiche, soweit es eben möglich ist, das so aufzubröseln. Mehr soll es nicht sein. Es sind auch viele von euch auf mich zugekommen und haben gesagt, Mensch, gerade mit diesen Verjährungsfristen können wir das machen. Eventuell werde ich da ein Video noch zu machen, relativ zeitnah dann auch. Aber auch dafür gilt, es sind Informationen aus dem Gesetz, aus dem Internet. Und natürlich wird es auch da keine Garantie geben und es soll auch dort keine Rechtsberatung sein. Es sind einfach nur die Informationen, die ich euch da weitergeben möchte, damit ihr so ein bisschen mehr Hintergrundwissen habt. Ich weiß, dass es vielen auf den Nägeln brennt mittlerweile, weil gerade wenn man sich mit so einem Thema beschäftigt, dann gehen einem viele Dinge aus der Vergangenheit so durch den Kopf, je nachdem wie bewegt das Leben war. Oder ist, und das kann ich auch nachvollziehen, aber da können und wollen wir hier auch nicht drauf eingehen. Wenn jemand da Probleme auf sich zukommen sieht, Fragen eventuell aufkommen, die können wir hier nicht alle beantworten, wollen wir auch nicht, ist auch nicht Aufgabe des Kanals oder von mir. Da muss sich dann jeder unter Umständen selber mit beschäftigen und selber mal recherchieren. Das sollte nur so ein kleiner Nachtrag sein für das Video und auch als Vorschau für das kommende Video, damit da keine falschen Erwartungen geweckt werden. Ja, prima, das soll's gewesen sein. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video, beim zweiten Teil der Geschichte wieder. Da wollen wir dann über die OSIP-Anfrage sprechen, wie die vonstatten geht und was OSIP überhaupt ist. Bis dahin, bleibt fit, gesund und munter und wir sehen uns. Ciao, ciao.